Dieses Video hat gerade eine interessante Wendung genommen und ihr werdet es nicht glauben, aber es ist eine Qualle. Geil! Alter! Ja, du hast... Warte, ich nehme dir die Pilze wieder ab. Dieses Hobby ist so abgefahren. Nate-Drop. Kann ich pfeifen. Okay. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Neben mir ist der Tim heute vom Unterwasser Freiburg und ihr seht schon, wir sind bei mir zu Hause, denn heute geht es um Fische. Nein, doch. Oh. Zum einen hat der Tim was mitgebracht. Warte mal, ich hole das mal schnell. Das haben wir ganz vergessen. Es gibt was Neues, meine Damen und Herren. Boah, ist schwer. Nicht schwer, so eine Fisch drin, ja. Und das Gute ist, ich weiß wieder nicht, was es ist. Also Tim... Das wäre ja sonst witzlos, wenn du vorher wüsstest, was da drin ist. Eine grobe Vorahnung schon. Eine grobe Vorahnung habe ich natürlich, aber der Tim, der kennt meinen Geschmack ja ziemlich gut. Boah! Deswegen glaube ich, da kann nur was Gutes dabei sein. Ich tue das jetzt nochmal zurück, auch wenn es jetzt voll unnötig war eigentlich. Der eine oder andere hat ja meine Grundidee mit dem Becken mitbekommen, für die, die jetzt überhaupt nicht den Kanal verfolgen. Oh, ich bin richtig außer Atem. Da ist gerade so eine Mutti vorbeigelaufen. Was mit denen? Völlig bekloppt. Also Leute, das hier hinter uns ist mein Aquarium vom Besatz her so gehalten, dass nur kleine Nanofische in einer relativ großen Menge hier vorkommen. Wir haben ungefähr 35 Tiere, würde ich mal grob schätzen, drin. Weißt du das nicht? Hast du keine Strichliste? Also ich habe keine Strichliste geführt. Nein. Es darf kommen, wer will. Ungefähr die Anzahl an Fischen haben wir hier verteilt auf grob 650, 700 Liter. Und wir reden von Kleingrundeln, wir reden von Kleinschleimfischen, Kleinlippfischen. Also es soll wirklich optisch so sein, dass das Aquarium wesentlich größer wirkt, indem ich kleine Fische einsetze. Ein Trend, den ich unglaublich geil finde und wenig in der Meerwasserszene sehe. Also wenn diese Literzahlen aufgefahren werden, kommen im Regelfall Zwergkaiserfische rein. Es kommen kleinere Doktoren, Zebrasoma-Arten. Drückerfische sogar schon. Ja, also das möchte ich brechen damit. Und ich weiß auch, dass viele von euch das total supporten und auch gefeiert haben, dass wir diesen Weg gehen. Deswegen umso spannender, was du uns heute mitgebracht hast. Aber hier waren Fallenfische drin. Hier waren Orangefleckenfallenfische drin. Diese Tiere sind nicht mehr hier drin und diese Tiere sind nicht in andere Aquarien gekommen, sondern die Tiere sind nicht mehr unter uns. Hintergrund ist, sie haben aufgehört zu fressen nach ungefähr 3-4 Monaten, weil die sind ja noch im Umzug mitgekommen. Ja. Aber dann haben sie das Fressen eingestellt, sind verhungert. Ich habe es mit allem versucht, mit Lebenfutter, mit Nassfutter, mit Trockenfutter. Es ist ein Nahrungsspezialist, das haben wir am Anfang auch schon mitgeteilt gehabt. Also eigentlich fressen diese Tiere in der Natur Korallenpolypen. Jetzt ist es so, dass ihr diese Tiere bestellt habt und im Laden hattet und die Tiere auch wunderbar an Futter gegangen sind. Wie kann es sein, dass ein Tier, ich kenne das auch von Pinzettfischen zum Beispiel, dass solche Fische aus dem Nichts einfach das Fressen einstellen? Da steckst du halt eigentlich nicht wirklich drin. Das ist halt natürlich auch so ein Fisch, das ist jetzt auch ein Pinzettfisch, okay, da denke ich, wenn er nicht mehr frisst, ist meistens Parasiten, Darmparasiten, das ist ja immer die Problematik bei Wildfängen. Muss man halt aufpassen, wenn man da nicht vorher eine Quarantäne mit entsprechender Behandlung hat, ist immer das Risiko da, dass die Tiere dann irgendwie doch noch was haben und dann monatelang gut stehen und dann irgendwann geht es den Bach runter. Das ist halt bei Wildfängen immer, aber ich glaube jetzt speziell bei so einem, sag ich mal, noch spezielleren Fisch als wie jetzt diese Fallenfische. Muss ich auch als Fischexperte sagen, kann ich auch nicht immer alles vorhersehen oder wissen, dass die Tiere wohl nicht langfristig haltbar sind, ohne dass sie dieses spezielle Futter, sprich Acropora-Polypen, kriegen. Weil ihnen wahrscheinlich dann irgendwas fehlt, dass irgendein Mangel da ist, dass vielleicht auch die Verdauung Probleme macht, wie es jetzt zum Beispiel auch beim Doktorfisch wäre, der nur mit proteinreicher Nahrung ernährt wird, aber nicht mit genug Algen, der kriegt ja da auch dann HLLE. Und ja. Mangelerscheinung und geht dann, wenn es zu krass wird, auch irgendwann ein, wenn man nicht genug Algen füttert. Sprich, man muss den Fehler jetzt uns zuschreiben eigentlich, gell? Weil wir diese Tiere als Besatz für das Becken genommen haben. Ich nehme den Fehler auf mich, weil ich habe die Tiere bestellt. Und du gehst natürlich hin, wenn du ein Tier bestellst und es frisst gut,
Und du siehst, okay, der haut sich das Futter rein. Er hat ja sogar dein Flockenfutter gefressen, was ja auch nicht immer so ist, dass die Tiere auch Trockenfutter annehmen, was sie ja getan haben. Dann sage ich als Experte natürlich, passt. Aber langfristig kannst du sowas natürlich, gerade bei Fischen wie jetzt diesen Feinfischen, die halt echt nicht oft im Handel sind und nicht oft gehalten werden, weil sie eben speziell sind, futtertechnisch speziell, du darfst keine zu hektischen Beckengenossen drin haben. Also wirklich was für die meisten Riverquallen, die jetzt so da draußen unterwegs sind, nicht geeignet ist. Dementsprechend sind die Erfahrungswerte gerade auch langfristig nicht so sonderlich gut. Dann aber auch ganz wichtig, Konsequenz ziehen, okay, lassen wir, funktioniert nicht. Was wir jetzt auch bei den Feinfischen machen werden, dass wir die einfach nicht mehr reinholen, wegen dieser Problematik. Deswegen auch das Video heute, gell? Um euch auch mal da abzuholen, weil du hast erzählt, nach dem Video ging es ganz schön ab bei euch, was jetzt die Nachfrage anging. Es wurden viel nachgefragt nach den Tieren, auch vor allem jetzt für so einen speziellen Fisch. Das ist natürlich für unseren Laden auch sehr schön, dass wir auch sehr dankbar dafür sind. Aber dann auch merkst, dass da auch einige Leute dabei waren, die eben, obwohl wir es halt auch angesprochen haben, dass der Fisch speziell ist, dass er besondere Haltungsanforderungen hat. Das ist kein Fisch für jedermann. Also wenn ihr quasi jetzt nach dem Video hier beschließt, euch diese Fische auch zu holen, achte darauf, das kann sehr, sehr, sehr schnell schief gehen. Und ich habe auch andere Erfahrungsberichte gehört, wo es nicht so gut geklappt hat. Wo irgendwie bei vielen dann, glaube ich, das Problem war, die haben den Fisch gesehen und gesagt, boah, der sieht aber geil aus, der ist aber schön. Dann dieser Schritt A, vielleicht uns zuzuhören, dass wir sagen, ist spezieller und auch sich nochmal weiter zu informieren, irgendwie gefehlt hat und das ist dann bei so Fischen sehr schwierig. Jeder, der jetzt diesen Fisch bestellt hat, aufgrund des Videos, hoffe ich natürlich, dass es den Tieren gut geht. Ja. Es gibt ja auch Leute, die da sehr erfolgreich in der Haltung sind, sonst würde man den ja nicht immer wieder in Aquarien sehen. Ja, ich meine, muss auch dazu sagen, ich meine, du magst die Tiere ja einfach auch sehr gerne. Du warst super begeistert. Ich glaube, das ist auch eine Begeisterung, die auf die Leute überschwappt, wo sie denken, boah, ist das ein geiles Tier. Ja. Da steckt man die Leute ja schon so ein bisschen mit an. Trotzdem im Nachhinein halt scheiße. Deswegen, also wir... Ja, aber ich glaube, es gibt auch Leute da draußen, die vielleicht dann auch sagen, ich habe die in einem extra Becken und ich habe ein Becken mit Akroporen und ich breche da halt irgendwie einmal die Woche einen fetten Enzmann-Ast raus und schmeiße den da rein, dass die ihre Korallenpolypen kriegen. Das gibt's ja auch. Wir haben halt gedacht, okay, sie fressen gut, das wird schon funktionieren. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Da finde ich es aber schön, dass ihr natürlich entsprechend dann in die Wege leitet, dass solche Tiere auch im Einzelhandel bei euch jedenfalls nicht mehr erhältlich sind, außer wahrscheinlich speziell auf Anfrage. Ne? Wenn jemand sagt, hier, pass auf, wie du gerade beschrieben hast, ich möchte das entsprechend so realisieren, beschafft mir den Fisch, dann ist das sicherlich möglich. Also ich denke, das Thema ist bei euch angekommen. So viel dazu. Umso gespannter werde ich gerade, was heute in diesem Karton ist. Aber man muss ja auch dazu sagen, die anderen Fische funktionieren ja super in deinem Becken, die kleinen Grundeln und so weiter. So, Unterwasser Freiburg, meine Damen und Herren, schauen wir doch mal hier rein, was es Schönes gibt. Bevor einer schimpft, dass hier nicht genug Blicklicht abgedichtet wurde, ich habe das in einen dunklen Kastenwagen transportiert. Ja, ich war dabei, ich habe es nämlich gerade rausgeholt. Oh! Der Naja hat wieder Weihnachten, glaube ich. Geil! Fangen wir mit den kleinen Tüten an, oder? Okay, ich glaube, ihr seht gar nichts. Nee. Wir fangen an. Das sieht sehr wirbellos aus, mein Freund. Wir haben hier Garnelen. Tim, hol uns ab. Urcaridella Anton Bruni, eine Schwerbergarnele, die sind jetzt auch ausgewachsen. Ist halt geil, weil die komplett durchsichtig sind. Du siehst halt alles, was die fressen. Hammer. Und die leben in der Natur, sind die tatsächlich auch Putzgarnelen, also die putzen auch Fische. Zum Glück haben wir einen studierten Menschen neben uns. Ist es so, dass die Tiere das ganze Parasitenthema optisch angehen? Also ein Putzerfisch quasi Nahrung sieht oder fühlen die das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich gehe mal davon aus, dass es optisch ist. Ich lege mich jetzt nicht aus dem Fenster und sage, das ist so, weil ich es nicht 100% weiß, aber so wie die Tiere sich verhalten, ist es ein Putzerfisch, der schwimmt ja den Fisch schon so ab und klotzt da überall rum. Ja, genau. Und wenn er irgendwas sieht, snackt er sich rein. Die werden auch als Schwebegarnelen bezeichnet, weil sie ganz gerne auch mal wirklich rumschwimmen. Die haben wir auch im Stadium Tank, gell? Mit sehr vielen Punkten, die haben jetzt ein bisschen weniger Punkte, das ist vielleicht eine andere Art, weiß ich nicht ganz genau, aber ist was sehr ähnliches, einfach cool. Hammer. Und im Becken sind ja auch noch gar keine Garnelen drin. Stimmt. Doch, sexy Shrimp. Ah. Weiter geht die wilde Fahrt. Das sieht aus wie ganz kleine Anemonenkrabben. Ja. Ein Pärchen an dem Mond. Ein Pärchen an dem Mond. Gehen die in Rock an dem Mond? Die würden in den Rock an dem Mond, glaube ich, auch reingehen. Die nehmen aber auch bestimmte Korallen an. Also die sind da relativ flexibel, wo man sich reinsetzen kann. Finde ich halt eigentlich für jedes Becken einfach cool, weil du hast eine Krabbe. Sie sieht cool aus, weil sie weiß ist. Und sie sind sehr einfach zu halten, weil die ja zwar Filtrierer sind mit ihren Fächern,
aber die lernen auch relativ schnell, dass man auch einfach Futter vom Boden aufpicken kann und fressen das dann auch. Also die sind wirklich easy zu halten. Das sind die, die so ein bisschen aussehen, als hätten die so bei einem Straßenrennen so Zielflaggen in der Hand, ne? Die dann immer so 3, 2, 1 wie so eine Fässergarnele. Ja, genau. Hammer. Dann geht es in die größere Richtung. Alter, das ist eine Antias-Art, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir haben also Fahnenbarsche. Jetzt heißt zu Latein tatsächlich nicht Antias, sondern ist ein Serrano Cihatus latus. Okay. Ist ein Hochrückenfahnenbarsch, der aber ganz anders ist als jeder andere Fahnenbarsch. Vom Verhalten her auch und auch von der Optik. Also er ist wesentlich hochrückiger. Ähnlich wie jetzt diese krassen Tiefwasser-Antias. Da gibt es ja diese ganz teuren. Aber Hammer, was ein schöner Fisch. Ja. Boah, und was für Farben. Hammerbunt gefärbt, ist auch eher eine Tiefwasserart, also nicht so krass Tiefwasser, aber kommt schon ein bisschen tiefer vor jetzt als die ganzen Flachwasserrifffische. Dementsprechend braucht er auch dringend ein ruhigeres Aquarium, also den kannst du nicht mit Doktorfischen, hektischen Kaisern, dem Mosellen oder sowas zusammensetzen. Und der muss wirklich Ruhe haben, einfach weil er sich sonst niemals zeigen wird. Die leben auch so ein bisschen in Höhlen versteckt. Was an dem halt geil ist, was du bei anderen Farnbarschen gar nicht hast, dass du ihn wirklich auch in kleinen Gruppen pflegen kannst. Da reichen tatsächlich 2 Tiere oder maximal 5, weil größere Gruppen haben die in der Natur auch nicht. Und bei anderen Farnbarschen, das sind ja Schwärme, ja. Da würde ich im Aquarium, ich persönlich sagen, niemals unter 10 Tiere, sonst hat das gar keinen Zweck. Und bei denen kannst du halt auch erstmal sagen, ich nehme eine kleinere Gruppe, wird auch 10 cm groß, also ist jetzt im Nanothema eher an der oberen Ende. Wollte ich dich gerade fragen, weil letzten Endes ist es natürlich so, wenn man jetzt Farnbarsche da rein integriert, durchbricht man so ein bisschen diesen reinen Nanobereich. Das ist natürlich jetzt ein Tier, ihr hört es, das wird jetzt nicht so groß, weil wenn du normale Antias nimmst, die sind ja schon ein Ticken. Ja, es gibt Antias, die bleiben ein bisschen kleiner. Aber die sind dann halt auch wieder Schwarmfisch. Das heißt, da kannst du dann nicht sagen, ich nehme nur 4 Tiere, dann musst du halt ernsthaft einen Schwarm reinmachen. Das heißt, da werden hier jetzt wieder richtig viele große Fische drin. Und bei denen kannst du halt sagen, dass du wirklich eine kleine Gruppe nur pflegst. Geht auch tatsächlich auch in deutlich kleineren Aquarien als in deinem, weil die Tiere auch nicht so krass so viele Schwimmer sind, sondern die sind eher wirklich ruhig unterwegs. Man muss halt gucken, dass das Aquarium gut strukturiert ist, dass entsprechend Höhlen und Unterstände sind, weil die auch gerne so unterhalb von Steinen so quasi kopfüber rumschwimmen. Ja. Das muss halt gewährleistet sein, ist also für so hektisches nichts. Aber wenn man jetzt wirklich mal ein kleineres Becken auch hat, gerne Fahnenbarsch hätte und ein bisschen, sag ich mal, auf diese Versteckmöglichkeiten achtet, auch eine coole Option, weil du halt auch wirklich mal sagen kannst, ich nehme nur 2 und für die Tiere ist es immer noch artgerecht. Und was mich bei Farnbarschen immer so stört, ist dieses Balzverhalten, dass die Männchen so, die brechen so nach unten weg. Mhm. Und so oft frage ich mich, wie soll das denn artgerecht in einem Becken sein, wenn du nicht eine gewisse Höhe vorweisen kannst. Weil ich habe die in der Natur gesehen, in Ägypten. Das ist ja kein Fisch, der einfach nur eine gewisse Strecke macht, sondern die gehen richtig nach unten rein. Wie in Karlsruhe sieht man das ja auch im Naturkundemuseum. Ja. Gerade Farnbarsche brauchen auch eine gewisse Höhe. Definitiv, ja. Wie gesagt, der ist vom Verhalten her gar nicht wie ein typischer Farnbarsch, der ist ganz anders. Das finde ich echt klasse. Ganz anderes Verhalten. Das wäre mir echt wichtig jetzt an der Stelle. Und du hast es schon angesprochen, es ist eine Gruppe. 2, 3, 4. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Ein unglaublich schöner Fisch. Freue ich mich total, den jetzt hier erhalten zu dürfen. Weil ich glaube, von der Farbe her wird er in den braunen Matsch, den manche Zuschauer so genannt haben. Mein Becken ist nicht nur braun, okay. Da wird er auf jeden Fall einen schönen Farbklatscher reinbringen. So, wir haben aber noch mehr. Wir haben Höhlenlippfische. Jetzt muss ich schnell noch mal kurz ein Dankeschön an Unterwasser Freiburg loswerden, denn wir bekommen als Community einen netten Rabatt auf alle Meerwassertiere. Ihr wisst, ich vertraue sehr auf Tim und sein Team, weil mir einfach wichtig ist, dass dort, wo ich meine Tiere beziehe, entsprechend gut mit ihnen umgegangen wird. Ich behaupte, dass das bei Tim definitiv der Fall ist und somit könnt ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, beim Abschluss der Bestellung den Code SeaFriendlyReefHomeTank eingeben und ein paar Euro einsparen. Ihr findet dort auch alle Tiere aus diesem Video, solange der Vorrat reicht. Also vielen Dank und weiter geht's. Und ich muss dir sagen, auch einer meiner... Oh, sorry, ich habe ihn erschreckt. Ich schwöre ihn lieber wieder hier rein. Ihr seht gleich ein paar Bilder. Ein unglaublich schöner Fisch für kleine Aquarien. Das Verhalten eines Höhlenlippfisches, dieses entspannte um Höhlen oder um Steine herumgedümpele und so ein bisschen nach Nahrung suchen, ist so Hammer. Da freue ich mich einfach, die jetzt hier gleich reinzusetzen. Wir haben ja schon kleinere Lippfische drin. Ja, und zwar der Chilenops Ataenia, dieser Stachellippfisch ist schon drin. Genau.
Ist auch so eher so ein Höhlenlippfisch, bei denen ist halt auch generell immer darauf zu achten, viel Schwimmraum brauchen die nicht, aber die brauchen sehr gut strukturierte Becken, wie jetzt bei dir ist es durch die großen Steinaufbauten auf jeden Fall gegeben. In einem kleineren Becken würde ich sogar noch ein bisschen mehr auf Höhlen und sowas achten, dass die sich wirklich verziehen können, gerade weil die am Anfang auch sehr scheu sind, werden aber auch in so ruhigen Becken sehr, sehr schnell zutraulich. Also gerade auch mit dem Futter und so, dass die da auch wirklich rauskommen, wenn es Futter gibt. Auch wieder so ein Fisch, ähnlich wie die Antias, nur was für ruhige Becken. Wenn du da irgendwelche Hektiker drin hast, haben die da drin nichts verloren. Dann würde ich sagen, setzen wir die mal ein. Ich zeige euch ein paar Bilder, wie der Besatz dann final aussieht. Und damit, finde ich jedenfalls, ist mein Becken fischtechnisch voll. Wir haben uns übrigens gegen die Schnepfen-Messerfische entschieden. Ihr seht schon, von unserem PG-Korallenzucht-Ausflug sind hier noch einige Tiere zu finden. Ich muss noch ein bisschen Eklebungen machen. Ich habe auch ein paar Glasrosenprobleme. Na, hier überall sind die kleinen nervigen Viecher zu finden. Man kennt's. Ich werde auf jeden Fall keinen Fallenfisch hier einsetzen. Da habe ich mal mäßig Lust drauf, dass der an meine Korallen geht. Da habe ich schon meine Erfahrungen gemacht mit früher. Der Riffaufbau an sich ist soweit ganz cool. Von der Grundstruktur ist er eigentlich perfekt, nur ich muss ihn noch ein bisschen besser nutzen. Ihr seht, hier oben ist noch frei und ja, allgemein gut, die Tiere sehen jetzt gerade zu. Ich habe vorhin die Scheiben sauber gemacht, aber das, ja, ist es noch ausbaufähig, sei ehrlich. Es fehlt halt der Feinschliff. Ja. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, die Korallen sehen alle gut aus vom Polypenbild her. Klar, die könnten wir jetzt noch schöner irgendwie auf die Steine arrangieren, das ist ein bisschen Kraut und Rüben. Wasser. Ja. Fische beimengen hier. Ja, wir nehmen diesmal keine Trip Acclimation, einfach weil wir nur eins haben und wir haben drei Eimer. Aber andere Methodiken funktionieren da auch. Aber ein cooler Song, den du da hast. Geil. Überhaupt nicht nervig. Nee. Thema Aquarium ist noch in der Mache. Ich werde auf jeden Fall ein schönes Update hier raushauen, wenn das Ganze mal so eingerichtet ist, wie ich es haben will. Aber finde so die Grundstruktur eigentlich schon ganz cool. Aus der Perspektive sieht es jetzt, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so hammer aus. Ja. Ja, doch. Es wird langsam. Es wird langsam. Ich bin ein Mensch, der nie zufrieden ist, aber das ist auf jeden Fall ja, schon in der richtigen Richtung. Ja, ich muss bei Aquarium immer so ein bisschen seine Perfektion hinten anstellen. Das geht halt nicht immer. Ja. So sieht's aus, meine Freunde. Also, wir machen jetzt einmal mit den Tieren weiter. Die bekommen die entsprechende Ruhe, die sie brauchen und dann sind sie gleich hier drin. Was sind für dich Tiere, wenn man jetzt wirklich in diesem kleineren Bereich bleiben will, die aus einer Lebenssituation, in der ich zum Beispiel gerade stecke, wo man sagt, hey, ich kann nicht jeden Tag eine Stunde Zeit für mein Aquarium aufwenden, weil es gibt ja wirklich viele, bei denen das nicht möglich ist, die aber trotzdem dieses schöne Hobby mit uns teilen wollen. Was sind so Tiere, die du den Leuten mit an die Hand geben würdest? Generell nachzuchten ist halt immer stabil. Einfach gut, weil die fressen fast immer Trockenfutter. Das heißt, du kannst sogar, wenn du weg bist, zur Not mit einem Futterautomat füttern, mehrfach täglich, selbst wenn es Tiere sind, die viel fressen. Ist halt Bombe. Ja. Deswegen sowas immer generell und auch sonst auch Arten, die sich halt leicht auf Trockenfutter umstellen lassen, einfach weil du die Fütterung gewährleisten kannst, was ich sehr wichtig finde, auch gerade bei Fischen, die ein bisschen kleiner sind oder Dauerfresser sind, dass die halt ihre Nahrung auch einfach abkriegen. Ja, finde ich gut. Also ich denke, Nachzuchten, allein dieser Cauderni-Bereich, der Anemonenfisch-Bereich, ich weiß, ihr habt so viel Content auf YouTube, wo es um diese Anfängertiere geht, da braucht man, glaube ich, jetzt das Kapitel nicht völlig öffnen. Ich kann euch gerne in der Videobeschreibung mal ein paar Videos verlinken, wo es um solche Anfängertiere geht. Aber trotzdem einfach cool auch zu wissen, dass es Fische gibt im Meerwasserbereich, der ja als extrem sensibel gilt, die auch so ein bisschen nicht für sich selber sorgen können, aber die ein bisschen was abkönnen. Und ja, auch mal auch sagen muss, die sind halt einfach robust. Also genau. Auch deutlich robuster ist jetzt zum Beispiel eine Koralle. Ja. Wie bei unserem Einsteigerbecken. Ich mache ein paar Weichkorallen, ich mache so ein paar robuste Fische und dann läuft das. Und es ist kein Problem. Und ich muss mich da nicht reinfuchsen wie der letzte Mensch.
dass das Ding irgendwie funktioniert. Und das sind dann auch Fische, die zum Beispiel für Leute geeignet sind, die ihre Energie in dem Hobby eher drauf auslegen, jetzt zum Beispiel zu sagen, ich will halt krasse Korallen, vielleicht auch LPS, keine Ahnung, irgendwas Heftiges halt. Und dann der Fischbesatz eher so ein Beiwerk ist, dann sollte man auch echt sagen, ich nehme jetzt keine Spezialistenfische, wie jetzt zum Beispiel einen Schelmon, sondern ich beschränke mich auf das Zeug, was easy zu halten ist, was robust ist, was mit Trockenfutter gut zu ernähren ist, optimalerweise sogar aus Nachzucht, weil weniger Krankheiten und stabiler. Und dann auf der anderen Seite hast du natürlich diese Spezialfische. Die sollten an Leuten vorbehalten sein, die einfach auf die Fische abfahren, wo vielleicht wie bei mir die Koralle eher so das Beiwerk ist und die kann da ein bisschen vor sich hin wachsen, aber ja. Und aber der Fisch im Fokus steht, dass man halt echt sagt, ich kümmere mich so gut wie es geht um den Fisch und habe vielleicht bei einem, nehmen wir mal wieder den Pinzettfisch, habe echt Bock, den halt dreimal täglich mit Frostfutter zu füttern und kann das aber auch gewährleisten. Und dann kann man sich so Fische zulegen. Alterstechnisch, wenn man jetzt sich ein Aquarium kauft, hat man, glaube ich, selten eine grobe Einschätzung, wie alt so ein Tier wird. Ne? Weil so dieses Aquarium in der Allgemeinheit ist halt etwas, was man eher aufstellt und wenn es einem nicht mehr gefällt, wieder abbaut. So diese Lebensformen da drin, die geraten oft in Vergessenheit bei dieser Entscheidung, sich sowas zuzulegen. Wie alt wird so ein Tier? Ungefähr. Meerwasserfische, unterschiedlich natürlich, aber... Ja, du hast Meerwasserfische, die sind jährlich, die werden vielleicht 1-2 Jahre alt. Mhm. Ist aber auch eher die Ausnahme tatsächlich. Zum Beispiel? Hast du ein Beispiel? Da gibt es so kleine Zwergkrundeln, die wirklich... Also hier mein Besatz. Nee, die ist tatsächlich nicht, also das sind noch speziellere Tierchen. Also die sind dann auch wieder Zoster-Seepferdchen zum Beispiel. Seepferdchen generell werden ja nicht so alt. So Zeug gibt's, dann gibt's halt, sag ich mal, die nächste Stufe, wo ich sagen würde, obwohl das keine Stufen sind, aber dass man so ein bisschen Kategorien macht, wie es die Leute ja genau, das haben brauchen wir auf jeden Fall. Hätte ich dann mal gesagt, sowas wie diese Zwergkrone, wo du so ein Altersdurchschnitt 5 Jahre ist bei denen so, dann sind sie schon gut alt, viel älter, bei so einem kleinen Tier wird es wohl nicht werden. Und dann hast du aber jede Menge Meerwasserfische, die es dann in die größeren Regionen gibt, die werden 10 Jahre alt, die werden 15 Jahre alt, es gibt Doktorfische, die schwimmen seit 20 Jahren im Aquarium. Das ist schon lang. Ich meine, das ist länger als ein Hund teilweise. Das ist schon heftig. Krass. Deswegen, wir haben zum Beispiel Clownfische beim Hannes gehabt. Der eine oder andere erinnert sich. Ich glaube, die waren über 30 Jahre alt. Hm. Also die sehen auch schon richtig verrumpelt und verrunzt aus. So. In der Natur hätte das schon längst jemand weggesnackt. Ja, ne, aber die leben halt wesentlich länger im Aquarium. Also spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es im Titel schon gelesen habt, aber dieses Video hat gerade eine interessante Wendung genommen, denn... Tim hat ein Problem gefunden, warum meine Pilzlederkoralle hier immer wieder rumzickt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es ist eine Qualle. Tim, dein Auge ist nicht schlecht. Sie zieht sich gerade wieder zurück. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Was genau ist das für eine Qualle? Also das ist, soweit ich weiß, eine Rippenqualle. Du hattest ja eine Zeit lang, wo du dann von Indonesien kaum noch Korallen gekriegt hast. Und dann kamen so Lederkorallen irgendwie eher aus der Südsee und aus Australien und so. Und da hatten wir immer wieder das Problem, dass halt eigentlich super einfache Lederkorallen, wie jetzt Pilzleder oder so, einfach nicht aufgegangen sind. Permanent, die waren permanent zu und wir wussten nicht warum. Und die hatten teilweise wie so Verbrennungen. Und da haben wir dann entdeckt, dass auf diesen Korallen tatsächlich kleine Rippenquallen sitzen. Und die erkennt man... Ja, ich krieg sie drauf. Ich krieg sie ein bisschen drauf. Erkennt man an diesen zwei Fangfilamenten. Und der Körper von diesem Viech sitzt unten außen an der Koralle dran. Da können wir gleich mal gucken, ob wir das vielleicht auch erwischen. Und die sorgt halt dafür, weil die es auch stark nässelt sind, das sind richtige Fangfäden, wie für eine normalen Qualle auch. Die geht ja richtig, ich meine, wir haben jetzt hier eine Salzschliere drauf auf dem Dings, aber die geht ja richtig bis nach oben durch. Ja, ja. Das ist richtig krass. Super lang und das Zeug nässelt halt. Und das heißt auch umliegende Korallen, die davon berührt werden, die gehen zu. Und dann wundert sich, hä, was sind mit meinen Korallen los, warum gehen die nicht offen? So ein Viech. Boah, ja, meinst du, du kriegst die raus? Warte mal, ja, die kriege ich, easy. Alter, Meerwasserqualle ist einfach so geil. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass die abschleimt. Nee, das ist so, das ist dieses typische Gefiederte, dass man das daran erkennt. Rippenquallen haben ja immer so zwei Anhänger. Bei denen sind sie halt ganz lang und der Körper sitzt quasi auf der Koralle seitlich drauf. Ja, doch, man sieht es hier tatsächlich. Da fliegen so Feen rum. Ja. Brutal, Alter. Alles kippt. Ist die stark nesselnd? Ja. Also auch für einen Menschen nicht so cool? Nee, ich glaube, da kommt es nicht durch die Haut durch, aber an der Korallen irritiert das halt schon hart, vor allem wenn das permanent immer wieder dagegen donnert. Ja klar, deswegen ist auch die Weiche da hinten die ganze Zeit zu.
Ja, dann fragst du dich so, hey, warum ist das so lokal? Alle anderen Korallen stehen super. Was ist das für ein Mist? Ja, ja, man sieht es ja richtig, ja? Da hinten. Das ist total krass. Das hier ist ja die gleiche wie die hier. So eine abgefahrene Lebensform einfach. Okay, also ich heb die hoch. Du behältst sie im Auge. Auf der Seite ist er. Also muss ich die ein bisschen zu mir, dass ich sehe. Komm dran. Operation Quallen fangen. Wahnsinn. Das drehe sie mal. Also ich brauche die andere Seite. Ah ja, da ist es. So, jetzt musst du einmal drehen auf dem Kopf quasi, dass ich so die Unterseite sehe. Ich habe jetzt voll Angst, mich zu vernesseln. Da passiert nichts. Keine Angst. Ja, ach krass, man sieht die da. Ich kack ab. Ich sehe sie noch nicht. Ich muss nee, drehen. Guck mal hier da. Jetzt dreht es in deine Richtung. Ich sehe sie noch nicht. Echt? Da oben oder was? Relativ flach, jetzt geht's wieder hoch. Hier, ja, ja. Da. Hab's, ja, du hast sie. Warte, ich nehme dir die Pilze wieder ab. Nein. Nein! Okay, und schnell rein hier. Dieses Hobby ist so abgefahren. So, die Biologen raus. Guck mal, das zeig mal an. Zieh's dir mal rein. Oder schimpft er sie das, wenn wir seine Schreibtischunterlage hier nehmen? Egal, hat der Chef bezahlt. Komm, ganz im Ernst. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn hier der Boss? Zack. Ach, krass, siehst du das, die Filamente? Das ist ja der Wahnsinn. Völlig wahnsinnig, das Teil. Einfach so, da. Ich bin völlig fertig. Du wüsstest auch niemals, was das ist, wenn es noch nicht kommt. Nee. Das haben wir auch damals, hast du das erste Mal gesehen, was zur Hölle ist das? Wahnsinn. Hast du diese Filamente da gesehen? War so gefiedert? Du sagst, ja. Hey, das Spaghetti-Wurm ist das nicht, was ist das? Ich werde mal ein spezielleres Objektiv auspacken. Mhm. Mal gucken, ob wir das irgendwie gelöst kriegen. Cool, Planer-Spec. Da ist er. Hier sieht man die Fäden. Das muss man eigentlich stabilisieren auf dem Stativ. Halt's mal so tief du kannst. Ich guck mal, ob ich da ein bisschen rankomme. Das wasserfest ist der Aufsatz, ist nicht schlimm. Also es wird sehr wackelig gerade für die Zuschauer, aber ja, man sieht diese Scheibe richtig, wo die sich festmacht. Mhm. By the way, die Fische sind drin. Ja. Vorher man denkt, die zwei Idioten haben jetzt einfach alles andere vergessen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir heute eine Qualle, die meine Korallen vernesselt, aus diesem Aquarium rausholen. Muss ich euch mal gestehen. Tim, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder da warst. Gerne. Vielen Dank für die tollen Fische. Die werden sich auf jeden Fall prächtig wohlfühlen in diesem Aquarium. Ich gebe euch jetzt mal ein Bilder. Ihr seht schon, das sieht aus wie vorher, die haben sich verkrochen und müssen erstmal klarkommen auf dieses wunderschöne, nicht fertige Aquarium. Euch. Noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja, oder? Ja, ja. Bevor wieder jeder schimpft hier. Ja. Leute, ich bedanke mich herzlichst bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Feedback habt oder einfach mal sagen wollt, ey, das ist ein Video, das gefällt mir. Fühlt euch frei, das zu äußern. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns hier wieder nächsten Donnerstag um 16.30 Uhr mit Tim? Nö, ohne Tim. Ich glaube, unsere Videos liefen jetzt vorher mit der ganzen Tour durchs Geschäft, mit dem Stadium Tank. Ich verlinke euch nochmal ein paar Unterwasser-Freiburg-Videos hier unten drunter. Gibt es jede Menge zu entdecken. Also gerne vielen, vielen Dank. Bei unserem Online-Shop durchgucken, wenn ihr seltene Tiere haben wollt oder Nanotiere. Sind wir der richtige Anlaufpartner für. Seid ihr. Also Leute, ich gucke mir jetzt nochmal meine Qualle an und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.